Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und ich bin wieder für euch hier in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mage Tower Guide präsentieren. Heute soll es um den Kampfschurken gehen und da will ich euch mal zeigen, wie ich das Ganze gespielt habe. Dazu würde ich sagen, fangen wir als erstes mal an, dass wir uns einmal die Skillung anschauen. Dann werden wir uns einmal ein bisschen das Gear angucken, ein bisschen Verzauberung, ein bisschen Sockel, ein bisschen Consumables. Und dann würde ich sagen, werden wir als letztes auch noch einmal in den Kampf reinschauen. Werde ich euch die grobe Taktik erklären, beziehungsweise auch die Fähigkeiten, die da relevant sind im Kampf. Gut, steigen wir als erstes ein mit den Talenten. Ich habe als erstes mitgenommen den geisterhaften Stoß. Der ist relevant, da können wir noch ein bisschen extra Damage auf den Boss bringen. Werde ich euch erklären, wann das wichtig sein könnte. Dann habe ich akrobatisch mitgenommen. Dann haben wir das Todesurteil. Das ist sehr nice, wenn wir viele kleine Gegner töten. Und das ist hier der Fall, denn wir kämpfen gegen Agatha, die Wichtelmutter. Dann haben wir von der Schippe springen. Das ist ein ganz netter Free Death im Endeffekt. Dann haben wir die Schwäche ausbeuten. Dann haben wir Imbrunst und den Klingenansturm, um noch ein bisschen an den Gegner ranzukommen. Ehrlich gesagt habe ich das ein bisschen zu wenig benutzt. Da hätte man vielleicht auch noch mal ein bisschen anderweitig gucken können. Gut, soweit zu der Skillung. Dann kommen wir als nächstes zum Gear. Ich habe hier hauptsächlich gespielt, wie bei fast allen Mage Tower Challenges, die ich euch bis jetzt gezeigt habe, mit dem Gear. Und zwar schimpft sich das hergestelltes Gear. Hier in dem Fall hergestelltes Lederhandschuhe des schrecklichen Gladiators. Das kann bei Leder einen Lederer basteln, ist ein MOP-Gedönse und prinzipiell hat das, glaube ich, Item Level 35. Es gibt dann so Upgrade-Tokens, die dann auch der Lederer herstellen kann. Dann kann man das upgraden auf Stufe 48, 52 und so weiter. Wir wollen hier die Stufe 48 haben. Warum wollen wir das haben? Der Mage Tower ist quasi Time Walker Content, heißt, wir werden runtergescaled, sowohl im Level als auch im Item Level. Und dementsprechend werden wir auf Stufe 50 runtergescaled. Wichtig für uns ist jetzt, dass wir aber hier Items haben wollen, die Stufe 50 sind und nicht höher, denn wir können Stufe 15 Items und niedriger mit alten Verzauberungen versehen. Heißt, ich hätte jetzt zwar ein Stufe 52er Item nehmen können, das runtergescaled auf 50, das kann ich aber leider nicht verzaubern mit den alten Verzauberungen. Hab zwar jetzt mit dem 48er Item Level Item vielleicht 1-2 Beweglichkeit weniger drauf, dafür kann ich 6 Beweglichkeit drauf verzetten, deswegen rentiert sich das. Zusätzlich zu den VZs habe ich hier auch nochmal extra Sockel drauf. Hier habe ich einen Sockel drauf, auf dem Gürtel habe ich noch 2 Sockel drauf. Da habe ich so eine eiserne Gürtelschnalle mit drauf gebastelt. Da gibt es dann nochmal einen extra Sockel. Dann auf der Hose haben wir so schon 2 Sockel drauf, plus dann nochmal eine VZ mit 6 Beweglichkeit und 3 Crit. Dann habe ich hier quasi noch auf den Schuhen wieder einen Sockel drauf und 4 Angriffskraft. Übrigens, die Sockel sind hier feingeschliffener Purpur Spinell, so rum heißt es. Das bringt 3 Beweglichkeit. Übrigens, die epischen sind hier immer die besten. Die kosten zwar meistens auch am meisten, aber vom Scaling sind die dann tatsächlich am höchsten, wenn ihr blaue Sockel reinmacht, wenn die weiter runter gescaled. Das ist ein bisschen blöd an der Geschichte. In den Ringen sieht es dann ein bisschen anders aus. Da habe ich andere Sockel drin. Die Ringe sind einfach vom Juwe gecraftet aus Shadowlands. Item Level vollkommen egal, wird ja eh runtergescaled. Und hier habe ich es so gemacht, dass ich dementsprechend einmal einen Sockel drauf habe. Lewert Auge der Beweglichkeit. Der bringt 7 Beweglichkeit. Könnt ihr nur einmal im Gear reinsetzen. Braucht aber Minimum Stufe 50. Deswegen habe ich den in den Ring gebastelt. Und dann hier habe ich einmal noch Krakenauge der Beweglichkeit, bringt 6 Beweglichkeit, gibt aber auch nur einmal im Gear. Dann habe ich mir Geistereisendrachling geholt, das kann ein Inji herstellen, auch aus MOP, ist Item Level 54. Hier könnt ihr bestimmte Sockel reinhauen, und zwar habe ich mir einen Temposockel reingehaut, dann einen Crit-Sockel und einen... Noch ein Crit-Sockel, das ist, sind so spezielle Sockel, kann auch der Inji herstellen, könnt ihr im Auktionshaus kaufen. Tüftlergetriebe heißen die Dinger immer, ne? Das sind so spezielle Zahnradsockel, die haben mehr Sets drauf als die normalen. Genau, also das könnt ihr sowohl die Sockel als auch das Ding könnt ihr euch im AH kaufen oder wenn ihr Inji selber habt, dementsprechend craften lassen. Seht ihr hier auf dem Server, kostet 2000 Gold das Ding, also könnt ihr euch überlegen. Das spawnt zusätzlich neben den Stats, die ganz gut sind, noch so ein Geisterdrachling, der haut ganz gut Schaden raus. Ist eine nette Sache, kann ich nur empfehlen, muss man sich nichts farmen gehen. Was ihr aber farmen gehen solltet, ist die verheerte Samenkapsel. Ja, ich weiß, das tue ich fast bei jedem Spec im Mage Tower vorschlagen, ist aber auch meiner Meinung nach eines der besten Trinkets.
Die bekommt ihr von dem Raid aus Legion, der Smaragdgrüne Albtraum. Und zwar vom ersten Boss Nitendra, sowohl im LFR, HHC, NHC, Mythic. Schön noch oben in Dalaran den Bonusschorn mitnehmen. Und dann könnt ihr euch das Ding farmen. Ich zeige euch mal den Raid-Eingang. Hier haben wir das Ding, der Smaragdgrüne Albtraum. Dann sind wir auf der Seite fertig. Ich habe dann hier noch von den Waffen einmal eine Faustwaffe, habe ich mir geholt aus dem tiefen Pool, aus dem NHC. Die hat noch einen extra Dot-Effekt drauf. Also ich sag mal so, man braucht das Ding nicht. Ich dachte mir, man kann es ja mal testen. Mir wurde gesagt, dass die relativ gut sein soll, weil die halt nochmal extra diesen Proc drauf hat. Der skaliert recht gut. Braucht man das Ding? Nein. Wenn ihr Zeit und Lust habt, euch zu minmaxen, holt euch das Teil. Ihr könnt auch eine 0815 normale Waffe nehmen. Wenn ihr ganz minmaxen wollt, holt euch das Ding zweimal. Aber wie gesagt, brauchen tut man es nicht. Ich habe hier einmal himmlische Führung drauf verzettet. Und die zweite Waffe, die ich genommen habe, ist einfach eine Heirloom-Waffe. Hat den Hintergrund, die kann ich auf einen Twink schicken, auf einen Level 10er, 15er Twink. Mit dem kann ich dann Kreuzfahrer drauf verzaubern. Und ja, der eine oder andere wird sagen, hey, Kreuzfahrer ist eine Stärke VZ. Ja, aber es hat einen Proc noch zusätzlich, der halt, der war mal am Anfang, als der Match herauskam, richtig krass. Ich glaube, mit meinem Worry war das noch, bist du auf 20% live, Kreuzfahrer prockt voll. Kiss, hau so ein bisschen drauf, Kreuzfahrer prockt wieder voll. Die haben die mittlerweile genervt. Das heilt fast nichts mehr jetzt. Ein bisschen was heilt noch. Und ehrlich gesagt, das Problem in der Challenge ist, ein Rogue kann sich sehr, sehr wenig heilen. Selbst das bisschen ist besser als nichts. Ihr braucht Kreuzfahrer nicht. Ich habe es mal ausprobiert, ein bisschen was hat es geheilt, war okay. Ihr könnt auch eine Damage-VZ nehmen, ne? Und eine andere Waffe dafür, aber das ist ein Vorschlag. Wenn ihr Heilprobleme habt, vielleicht hilft es euch ein bisschen. Genau. Dann habe ich einfach noch hier Handgelenke, die sind einfach nur Stufe 50 ohne Sockel. Die habe ich hier bei dem Typen gegambelt vom Mage Tower. Da kann man sich für Nether-Shards, falls ihr noch welche rumliegen habt, Items kaufen, sind genau Stufe 50. Und dann könnt ihr VZs drauf machen, ja. Oder ihr holt euch irgendwo anders lowe Items oder spielt halt auch mit dem aktuellen Gear. Also ihr braucht dieses spezielle hergestellte Gear nicht unbedingt. Das ist halt einfach nur ein bisschen zum Minmaxen, um ein bisschen was rauszuholen. Brust ist dasselbe, da habe ich Werte plus 4 verzettet. Dann habe ich einfach hier den Umhang aus Legion an. Ne, der ist nicht aus Legion, der ist aus BFA. Einfach weil er mehrere Tertiärs oder Sekundärstats hat, so rum. Ich habe hier Ausdauer und Lifestyle quasi verzettet. Übrigens, der Proc auf dem Umhang, der funktioniert natürlich nicht, wie alle anderen Sondereffekte, alle im Mage Tower deaktiviert sind, wie zum Beispiel Set-Bonus, Legendary Covenants, dann auch die Azerid-Rüstung und alles mögliche. Also alles externe Power, alles deaktiviert. Ne? Nicht mal die, wie heißen sie, diese kleinen Skill-Sachen, die man bei dem Covenant skillen kann, die sind auch alle deaktiviert. Also da geht tatsächlich gar nichts. Deswegen Herz von Azeroth funktioniert auch nicht. Nehmen wir auch nur wegen den Sekundärstats mit. Und dann auf dem Kopf habe ich auch wieder ein hergestelltes Item. Und hier ist es so, dass ich da noch einen Meta-Sockel drin habe. Der bringt 3 Beweglichkeit plus 3% mehr Crit overall. Und hier habe ich dann auch nochmal ein Säbelauge drin. Der Beweglichkeit hat dann auch nochmal 6. Beweglichkeit ist auch einzigartig. Sockelbar. Gut, dann wären wir tatsächlich soweit mit dem Gear durch. Verzauberung bzw. Sockel auch. Ach, Ring habe ich nicht gesagt. Ich habe einmal Tempo und einmal Crit. Ich habe nachgelesen, dass beides gut ist und keine Ahnung, habe ich jetzt einfach mal eins so verzaubert. Im Endeffekt, ne? Bleibt sich's gleich, ehrlich gesagt. Könnt auch beides Tempo und oder beides Crit machen. Ich dachte mir, ein bisschen was von beidem schadet tatsächlich nicht an der Stelle. Gut, dann gucken wir uns noch die Consumables an. Ich habe einmal gespielt mit dem großen Fläschchen der Ströme. Da kriegst du am meisten Beweglichkeit im Mage Tower unterm Strich raus. Dann habe ich drin gehabt das Schattenkernöl. Und auf der zweiten Waffe ein Balsamieröl. Das heilt nämlich nur ein bisschen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wenn man das einbalsamierte Öl zweimal nimmt, ob man doppelt so viel heilt. Ich meine nicht, aber I don't know. Heilung ist nämlich hier wirklich das, was ihr am meisten braucht. Und theoretisch, wenn es funktionieren würde, könnt ihr auch zweimal das einbalsamierte nehmen. Habt ein bisschen weniger Schaden, dafür mehr Heilung. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Deswegen habe ich eins von jedem tatsächlich genommen. Dann habe ich gespielt mit einer Verstärkungsrune, ein bisschen mehr AG. Dann habe ich eine Kriegsrolle des Schlachtrufs genommen. Da kriegt man nochmal ein bisschen mehr Angriffskraft prozentual. Das kann Inschriftenkundler unter anderem herstellen oder ihr bedient euch im Auktionshaus. Dann habe ich die Blutwurst aus Boralos, die bringt euch einfach Mainstat.
Und dann habe ich natürlich hier noch eine Trommel dabei gehabt. Hier die Trommel der Wut war bei mir am günstigsten. Ihr könnt aber jegliche Trommel nehmen, die halt am günstigsten bei euch auf dem Server ist. Oder stellt euch Lederer die selber her. Und dann habe ich einmal noch den Trank der ungezogenen Wut. Das ist meiner Meinung nach der beste für den Match Tower. Der Match technisch zumindest. Und dann haben wir noch die Gifte. Ich habe jetzt einmal gespielt mit sofort wirkendem Gift. Und mit dem verkrüppelten Gift des Slowed. Ich bin kein Rogue-Profi. Und habe ehrlich gesagt vom Rogue nie so viel Ahnung. Habe mich ein bisschen durchgefuchst und dachte mir, die beiden Gifte sind das Beste. Man könnte auch mit dem Wundgift spielen. Das verringert die Heilung. Es ist nämlich so, dass die Wichtelmutter, gegen die wir gleich kämpfen werden, theoretisch Mobs beschwört, die sie heilen. Und damit könnte man die Heilung abschwächen. Man könnte die Mobs aber auch slowen, dass sie gar nicht zur Wichtelmutter kommen und sie heilen. Also ich denke mal, das ist eine Geschmackssache, ja. Das ist eine Geschmackssache, wie man das Ganze macht. Genau, ich habe mit den beiden Giften gespielt, könnte es aber auch definitiv anders machen. Zusätzlich habe ich dann noch einmal den absolutischen Heiltrank. Der skaliert relativ gut von der Menge, die er heilt. Nicht jeder Heiltrank heilt nämlich das gleiche im Match Tower. Der aktuelle heilt tatsächlich weniger als dieser absolutische, deswegen habe ich den mitgenommen. Gut, damit wären wir eigentlich mit dem Vorgeplänkel durch. Dann würde ich sagen, schauen wir in den Fight an sich rein. Ich mache mal hier meinen Sound aus, weil ich habe das mal ein bisschen mitkommentiert. Nehmen wir nochmal einen großen Schluck und dann geht's los hier. So, Dollar. So, als allererstes solltet ihr wissen, wenn ihr hier reinkommt, die Agatha, die quatscht erstmal ein bisschen. Da könnt ihr euch vorbereiten. Wir hauen am Anfang einmal einen Pott raus und dann schmeißen wir unsere Fläche hier rein. Denn sie beschwört gleich am Anfang diese Wichtel. Die porten sich auch ein bisschen rum und ich hatte jetzt halt Pech, die haben sich dahinter geportet aus meiner Fläche raus. Bisschen suboptimal. Dementsprechend, ja, solltet ihr die umhauen. Das sind so Feuerwichtel. Die hauen einfach nur so einen Feuerball auf euch. Mehr ist das im Endeffekt nicht, ne? Also das ist jetzt nichts Spektakuläres tatsächlich. Die sollten halt schnell sterben, weil sonst tun sie euch die ganze Zeit Schaden verursachen. Zusätzlich, was wir dann noch haben, spammt sie die ganze Zeit hier dieses Wurlies auf dem Boden. Die verursachen Schaden. Solltet ihr nicht drinstehen, denn wir können uns nicht sonderlich viel heilen als Rogue. Und jeden, den er frisst, ist halt ätzend, weil wir haben hier diese eine Heilung, die die 30 Sekunden lang Abklingzeit hat. Ich bin wieder kein Rogue-Spieler, deswegen muss ich wieder nachschauen, wie das Ding heißt. Das Teil heißt einmal Blutrote Fiole. Damit können wir uns ein bisschen heilen. Hat aber Abklingzeit, ne? Hier 30 Sekunden. Dementsprechend solltet ihr halt gucken, wenn ihr mehr als 20% Leben verloren habt, dass ihr das halt einsetzt. So, das nächste, was wir haben, ist Dunkler Furor. Da macht sie so ein Schild um sich rum, was ihr gerade gesehen habt. Während sie das Schild um sich rum hat und das channelt, ist es so, dass ihr die ganze Zeit Schaden bekommt. Also ihr müsst das Schild schnell aufhauen und sie dann interrupten. Heißt, ein Interrupt sollten wir am besten aufsparen. Was wir dann noch haben, sind diese Wichteldiener, die von hinten kommen. Die laufen zum Boss ran und casten dann hier diesen Cast auf den Boss. Dieser Cast heilt den Boss mit jeder Sekunde, wo sie channeln. Heißt, ihr habt zwei Optionen. Wenn ihr lauft hinter, tötet sie direkt beim Ranlaufen, slowt sie. Oder ihr haut sie vorne relativ schnell um. Ihr könnt sie natürlich auch interrupten. Ihr könnt sie stunnen. Und auch hier mit diesem einen Schlitzen. Mal gucken, wie das heißt. Also hier, Solarplexus, genau. Oder mit dem Nierenhieb. Mit den beiden könnt ihr sie natürlich auch kurz unterbrechen. Oder halt den Tritt draufhauen, um sie zu interrupten. Wie gesagt, den Interrupt muss man halt ein bisschen auf die Timer achten. Ich habe jetzt zum Beispiel DWM hier, dass man das für das Schild aufbewahrt, dass man da auch quasi das Schild interrupten kann. Genau, soweit zu den Viechern. Ihr seht, jetzt kommt gleich wieder der Schattenfuror. Das ist das Schild. Das muss man schnell aufhauen. Da macht es übrigens auch Sinn, ne? Also, wir haben ja hier unsere Fähigkeit geskillt. Hier das hier. Geisterhafter Stoß. Da kriegt der Boss oder halt der Mob, wo er es draufhaut, kurz mehr Schaden. Hier wird es theoretisch Sinn machen, das einzusetzen. Ehrlich gesagt, ich habe es nicht immer dafür eingesetzt. Ich habe es manchmal auch zwischendrin einmal reingehauen. Aber das ist quasi der beste Weg, es einzusetzen. Hier bei diesen kleinen Wichteln übrigens. Wir haben ja hier unsere Fähigkeit geskillt. Hier Todesurteil. Das setzt ihr auf den Gegner. Also ihr haut erst eure Kombopunkte raus. Setzt das Todesurteil auf die Mobs ein. Habt 5 Kombopunkte. Wenn ihr ihn dann schnell tötet, dann ist die Abklingzeit instant wieder resettet. Also ihr könnt euch jedes Mal 5 Kombopunkte holen. Somit könnt ihr die Ads relativ schnell töten, ne? wenn ihr es richtig spielt quasi. Also da habe ich auch wieder das Todesurteil drauf. So, dann kommen jetzt hier diese kleinen Ads. Immer für diese kleinen Ads, die hier spawnen,
hebt ihr euch die Samenkapsel auf. Die kommen genau alle Minute und die Samenkapsel hat eine Minute Abklingzeit. Legt es am besten in den Boss rein, diese porten sich auch rum. Bei diesen kleinen Ads kommen immer 3, 4 Ads. Und zwar ist es einmal, sind es diese Feuer-Ads, die wir am Anfang hatten, die einen Feuerball auf euch hauen. Dann kommen so lila Ads, die tun so lila Kugeln werfen. Wenn die euch treffen, dann machen die euch halt Schaden. Die sollten am besten dann möglichst schnell sterben. Und was noch zusätzlich kommt, ist ein rauchender Wichtel. Und dieser rauchende Wichtel, der kommt auch in der normalen Phase die ganze Zeit. Das ist einfach so ein kleiner Wichtel, der euch hinterherläuft. Und wenn er euch erreicht, dann explodiert er, macht erstmal Schaden. Was nicht so geil ist, das könnt ihr theoretisch outrangen. Da ist der rauchende Wichtel wieder. Und er hinterlässt eine Voidfläche. Das ist der beschissenste von den ganzen. Den müsst ihr schnell töten. Ja, ihr seht, ich laufe da teilweise auch ein bisschen wild rum, dass er nicht an mir stehen bleibt, weil dann fängt er nämlich seinen Cast an. Und wenn er hochgegangen ist, wie gesagt, macht er dann halt Schaden und er hinterlässt eine Voidfläche. Und diese Voidfläche macht einmal Schaden und sie slowt euch extrem runter. Und der Slow ist das Fiese, weil die bleibt endlos da. Und hier müsst ihr sehr, sehr viel moven, von dem Typen weglaufen, von diesen Kugeln rauslaufen. Die Ads porten sich rum, denen müsst ihr nach. Also wenn da eine Voidfläche liegt, dann ist, ich will es nicht sagen, das ist vorbei, aber das macht es halt so viel schwerer. Also dieser rauchende Wichtel, der darf halt einfach nie explodieren. So einfach ist es. Wenn er explodiert, dann macht ihr es euch selber so viel schwerer, dass ihr da echt gucken müsst. Ihr könnt, wenn er so einen Explosion-Schalt einfängt, ihr könnt ihn Nierenhieb draufhauen, ihr könnt ihn stunnen, ihr könnt dieses kleine Desorientier-Ding machen, ne? Ihr könnt, das war es eigentlich, was ihr machen könnt, die beiden Sachen. Also da müsst ihr ein bisschen schauen, dass ihr den Wendern schnell runter DPS oder dass er schnell den Stun drauf bekommt. Da seht ihr, da spawnt der rauchende Wichtel wieder, volle Kom-Punkte drauf, den einen Spell drauf, dass wir wieder 5 haben und dann können wir eigentlich relativ schnell wegmachen. Hier kommen die ganzen Kleinen wieder, wir hauen unsere Void-Fläche rein und übrigens, wenn diese kleinen Mobs da sind, was halt Sinn macht, wie man die müssen wir sehr schnell wegkriegen, ihr könnt dann einmal hier den Klingenwirbel anmachen, dann trefft ihr alle Gegner und ihr könnt für die auch den Klingensturm anmachen. Dann charge ihr nämlich ran, ne? Und ihr trefft halt mehrere Gegner damit. Also das ist halt auch ein Burst-Damage, denn diese kleinen Viecher sind tatsächlich das Gefährlichste. Wenn die nämlich länger leben, ist es erstmal so, dass die halt euch die ganze Zeit Schaden machen. Da kriegt ihr extrem auf die Mütze und wir können uns ja relativ wenig heilen tatsächlich. Deswegen ist das ein bisschen dangerous. Und während diese kleinen Viecher da sind, hat der Boss immer so einen Schutz. Also er ist komplett immun gegen alles. Also er hat kein Schild, was ihr aufhauen könnt. Das ist der andere Spell. Sondern er hat einfach einen Schutz, dass er quasi kein Damage kriegt. Übrigens, hier ab der zweiten Phase kommen nicht nur diese lila Swirlies, sondern es kommen auch noch die, seht ihr, jetzt geht er gerade hoch und das ist die Void-Fläche. Es kommen auch noch die Grünen, die hinterlassen dann so eine kleine Void. Die slowt, glaube ich, nicht, sondern die macht nur Damage und die verschwinden auch wieder. Die andere Void, wo der eine Typ jetzt gerade hochgegangen ist, wie ihr seht, die verschwindet nicht mehr und die slowt euch. Und wenn die da beim Boss ist, jetzt werde ich immer da hinten drin geslowt. Das ist halt die Kacke, ne? Also da muss man aufpassen. Übrigens, der Boss, habt ihr ja vorhin gerade gesehen, hat sich erst von der Mitte quasi nach oben geportet und jetzt nach unten. Am Anfang steht er ja in der Mitte. Dort ist es so, dass er quasi ab 50% sich nach oben portet. Und dann ist es, glaube ich, zeitlich, dass er sich dann von unten hier, von oben hier nach unten portet. Und dann portet er sich einfach immer wieder von oben nach unten, von unten nach oben und hin und her. Hier die untere Phase ist meines Erachtens nach die leichtere, weil ihr die Meteoren relativ gut kommen seht. Ne, die spawnen nämlich ganz oben und rollen langsam runter. Hier in der oberen Phase ist es ziemlich tricky. Wenn es nämlich blöd läuft, habt ihr die Problematik, dass diese ganzen kleinen Ads spawnen. Sie porten sich alle hinten rein, wo die Meteoren spawnen. Und bei den Meteoren läuft es so, die droppen runter, bleiben da kurz und dann fliegen sie erst weiter. Wenn ihr in so einen Meteor reinlauft oder der in euch reinrollt, ihr werdet gestunt und kriegt extrem viel Schaden. Wenn ihr voll seid, droppt ihr vielleicht so auf 20-30% runter. Und dann ist ziemlich RIP, ne? Dafür solltet ihr euch am besten auch einen Heiltrank aufsparen. Wenn es natürlich nicht anders geht, haut ihn vorher raus. Und wie gesagt, die Fiole auf Uptime halten, wenn ihr low seid, dass ihr da auf jeden Fall hinkommt, ne? Und natürlich aus den ganzen Voids raus dodgen, die Ads hier möglichst schnell machen und dementsprechend den Kugeln ausweichen. Sonst wird es halt dann irgendwann RIP. Und zusätzlich müsst ihr auch noch schauen, dass ihr ein bisschen Schaden auf den Boss bringt. Denn der Boss stackt sich einen Buff hoch. Umso länger er lebt, umso schneller, umso höher stackt er sich den Buff. Und ich glaube, er kriegt mehr Tempo und mehr verursachten Schaden, wenn er das hochstackt. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Seht, hier hat er schon 20 Stacks.
Ob die Ads dann auch mehr Schaden machen oder nur der Boss an sich, aber der Boss beschwört ja die Ads, deswegen könnte das da quasi auch mit drin sein. Hier, um runterzukommen, könnt ihr natürlich immer euren Sprint benutzen, beziehungsweise abwechseln. Wir haben ja noch diesen Grippling-Hook, ne, da könnt ihr euch runterziehen und da geht es auch ganz gut ab. Ich persönlich habe jetzt meinen zweiten Pot, ne, nach 5 Minuten könnt ihr nochmal potten, beziehungsweise HT immer hier unten gezogen. Wenn ich das erste Mal unten bin, dann geht es meistens aus, dass ich den Pot nochmal habe, beziehungsweise HT ziehen kann, also die Drums, und dann kann man hier ordentlich durch DPS. Jetzt haben wir gerade nochmal die Phase, wo wir interrupten müssen. Ich habe auch nochmal, ne, den Cloak gezogen, da solltet ihr vielleicht auch mal ein bisschen dran denken, dass wir den haben. Den könnt ihr eigentlich, wenn dann dafür ziehen, wenn diese ganzen kleinen Ads kommen und ihr so ein bisschen zu low droppt, die machen nämlich alle Magic-Schaden. Oder ihr zieht den dann, wenn Agatha quasi ihr Schild channelt und diesen AE Cast raushaut, den könnt ihr damit auch ein bisschen negieren. Vor allem, wenn ihr vielleicht vorher schon mal verkackt habt, ne, habt so einen anderen kleinen Wichtel, der von hinten kommt und den Boss heilen will, interruptet, dann kommt das Schild und ihr habt den Interrupt nicht ready, dann ist es dankbar, wenn man jetzt den Cloak noch am Start hat, um dementsprechend das einmal abzufedern. Evasion kann man natürlich auch ziehen, die Wichtel hitten einen ab und an, der Boss hittet einen auch, aber ehrlich gesagt, jetzt Evasion bringt jetzt nicht so viel an der Stelle. Was hier übrigens auch noch ein bisschen tricky ist, man muss ein bisschen gucken, dass man am Schluss mit dem Schild schnell unterwegs ist, denn ihr seht, jetzt habe ich gerade die größte Kacke, die passieren kann. Er macht gleichzeitig sein Schild, das man eigentlich aufhauen muss, um ihn zu interrupten, und die Ads sind gleichzeitig da und man kann den Boss dann nicht hauen, weil er immun ist, ne? Und das ist eigentlich so der Worst Case. Ihr seht, ich bin auch fast tot. Jetzt bin ich hier gerade kurz vorm Rippen, habe zum Glück den Boss noch getötet. Ich glaube, viel länger hätte ich es nicht ausgehalten, ne? Seht, ich habe meine Heilung beide auf Cooldown gehabt. Und das ist auch das größte Problem beim Rogue. Man muss es viel cleaner spielen als bei den anderen Klassen, wie zum Beispiel beim DK oder beim Worry, wo du dich die ganze Zeit wieder hochheilen kannst. Da kannst du, also ich weiß, beim Worry habe ich es First Try geschafft und ich war in der Challenge in allem drin gestanden. Ich habe so verkackt hier. Der Boss hat sich ja zweimal, glaube ich, gefühlt zumindest halb nochmal hochgeheilt. Und es ging halt trotzdem aus, weil du dich halt einfach gegenheilen kannst. Beim Rogue hast du halt nicht diese Heilung, ne? Und da wird es dann halt hinten raus relativ ätzend, da vor allem es halt auch immer schneller wird und immer mehr Schaden macht durch den Buff vom Boss. Gut, damit wären wir eigentlich am Ende von dem kleinen Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen mit dem Ganzen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr positiv bewertet. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Chiller, bis dann, ciao.